Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen was über. Vielleicht können wir können ja schon noch mal gucken, wo wir in der nächsten Runde noch in den auf der Einnahmenseite rangehen können. Dann wissen wir auch Wir ungefähr, könnten ob wir mal bei jetzt noch. Steuern gucken. So als Sparziel. Ja. Strafsteuer für Großmärkte finde ich immer gut. Da müssen wir nicht für sparen. Wobei, ja, also es kostet 13 politisches Kapital. Aber das gibt wieder einen Hit auf, also einen leichten Abzug von unserem BIP. Aber es senkt auch die Kfz-Nutzung. Ansonsten könnten wir halt bei Transport mal gucken. Hier gibt es auch noch ein paar Sachen, die wir uns tatsächlich noch leisten könnten. Die Finanztransaktionssteuer übrigens, habe ich Ja, noch im Auge Transaktionssteuer. gehabt. 22. Ich muss mal gucken, wie viel. Wir haben im Moment Runde pro Kapital nur 13,9. Wir haben noch 6. Das heißt, wir können gar nicht in den Bereich kommen, wenn wir mit dem hier zur Finanztransaktionssteuer zu gelangen. 22 brauchen wir dafür. Schade. Straf. Ich erkenne das übrigens auch auf dem Bildschirm jetzt nicht so wahnsinnig gut. Deswegen bin Okay, ich auch hier immer noch mal so ein Strafsteuer bisschen. für Großmärkte. Ja. Ja, ich finde das nicht schlecht. Ich finde es tatsächlich nicht schlecht, auch wenn ich nachvollziehen kann, dass es ja, es gibt natürlich den Hit aufs Bruttoinlandsprodukt. Auf der anderen Seite fördern wir gerade ja JungunternehmerInnen. Und die Stra und das ist ja nur ein relativ kleines Segment. Auf der anderen Seite die Frage, wie werden diese Strafsteuern auf Kundinnen und Kunden umgeschlagen? Also das eine, das haben wir vorhin gemacht, ist diese Gewinnsteuer. Hier kann es halt passieren, dass diese Strafsteuer für Großmärkte, dass wir gar nicht die Unternehmen und deren Gewinne adressieren, wie wir das ja eigentlich wollen, sondern dass das umgeleitet wird und wir das, also dass die Gelder umgelegt werden auf die Kundinnen und Kunden. Was für mich erklären würde mit dem Bruttoinlandsprodukt, aber ich weiß es nicht so richtig, Ja. wie das funktioniert. Aber es würde uns halt wirklich viel Geld bringen. Ja, also das Potenzial dafür wäre da, genau. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, was ich schön finden würde, wäre eine von denen bei Transport noch zu nehmen und dann nächste Runde tatsächlich mit dieser Strafsteuer für diese großen Einkaufszentren reinzugehen. Dann würde ich die Standards setzen für den Treibstoff. Standards für Treibstoffwirkungsgrad. Obligatorische Weil Standards das. für neue Autos, die einen Mindestwert für den Treibstoffwirkungsgrad vorgeben. Diese Langzeitmaßnahme soll den Treibstoffwirkungsgrad der Autos in diesem Land erhöhen und dadurch unsere Ölabhängigkeit sowie langfristig die Fahrtkosten reduzieren. Autoherstellerinnen werden darüber nicht in Jubelstürme ausbrechen, Umweltschützerinnen schon. Das könnte ich noch ganz gut, also das würde mir gefallen, weil es auch so mehrere Sachen adressiert. So den Ölbedarf, Ja. was sich auch wieder auf die Umwelt auswirkt, der CO2-Ausstoß, also das kann ich mir gut vorstellen. Okay, dann machen wir das mal. Und da hätte ich jetzt auch gesagt, lass uns da ruhig ein bisschen höher reingehen. Okay. Und ich sehe gerade, Edelhack ist da, lobpreiset diesen jungen Mann, weil er hat dafür gesorgt, dass Romy und ich jetzt auf eine moderne und angenehmere Art und Weise die Dienstagspolitik durchführen können. Danke, Edelhack. Und er hat auch direkt Kanalpunkte für Romy Random Politiklexikon rausgehauen. Und zwar auf Okay, Seite 5. Seite 5. Ich bin Ja, echt und ich nehme mal gespannt. einen Schluck. Prost. Ja. Seite 5 ist übrigens auch wirklich das erste Inhaltliche, was hier steht. Also in diesem Buch.
Und die Überschrift lautet Problemaufriss, Tradition und Modernisierung als entwicklungsgeschichtliche Leitbegriffe. Ich mag ja solche Überschriften sehr. Frage ist, worum geht's? Und eigentlich ist es relativ einfach und es ist so ein Thema, das wir auch immer mal wieder bei uns einerseits bei diesen Politikinhalten sehen, aber auch immer mal wieder diskutieren. Und zwar, wie viel Tradition steckt in einem politischen System und in der Gesellschaft und wie viel Modernisierung hält das System aus, an welchen Stellen? Und da kann man natürlich auch immer drauf gucken. Das sind schon, erinnert ihr euch oder erinnerst du dich an letzte Woche, als wir uns über CD-Player unterhalten haben, als ich gesagt habe, diese eine Werbung macht mich so wahnsinnig, weil so. Und ich erinnere mich, dass jemand im Chat schrieb, ich glaube, ich weiß auch noch, wer es war, ich hatte einen Discman mit ESP. Ja. Und schön waren eigentlich die Reaktionen unten drunter von Menschen, die augenscheinlich ein bisschen jünger waren, die auch gar nicht so richtig, was völlig in Ordnung ist, unsere Begeisterung nachvollziehen konnten, wow, du hattest einen Discman mit ESP. Und ich glaube, wir hätten noch viel mehr Geschichten über gesprungene CDs erzählen können. Oder beim Autofahren im ländlichen Raum oder über Kopfsteinpflaster, wie viel Spaß das CD-Hören machte. Und das ist ein ganz, ganz, ganz kleines Beispiel. Und wenn wir jetzt mal kurz das Ganze aufs Politische auf die politische Ebene heben. Sachen, die für meine Elterngeneration, unsere Elterngeneration verboten waren, sind heute gesellschaftliche Normalität. Und dadurch, dass wir klar in einem politischen System oder in einer Gesellschaft leben, die sehr kontinuierlich ist, nehmen wir diese Entwicklungsschritte auch immer mit. Aber wenn man sich vor Augen hält, dass für die eigenen Eltern oder für die eigenen Großeltern Sachen, die für uns total normal sind, verboten waren, befremdlich waren oder irgendwie negativ besetzt, dann hat man nicht nur eine spannende Diskussion im Zweifelsfall zu Hause, indem man sagt, es ist völlig in Ordnung, dass Menschen die Personen lieben, die sie lieben wollen. Also wirklich, Mama, Papa, Oma, Opa, es ist wirklich in Ordnung. Auf der anderen Seite, wenn wir aber das mit ins Politische nehmen, zeigt sich das ja an anderen Stellen auch, nämlich wie werden Entscheidungen getroffen, wer wird mit einbezogen, wer wird wahrgenommen überhaupt. Und davon lebt natürlich auch das politische System, weil das auch die Debatten sind, die wir in der Gesellschaft auch immer wieder haben. Und die sind nicht nur geprägt von dem heute, wie wir Sachen wahrnehmen, sondern natürlich auch von dem gestern und dem vorgestern und der Zeit davor. Da sind Begrifflichkeiten geprägt, die wir vielleicht heute anders, die ich anders verwende, die du anders verwendet, ihr vielleicht auch, als es vielleicht noch meine Großeltern gemacht haben. Wo rassistische Sachen gesagt worden sind. Punkt. Oder frauenfeindliche Sachen oder so. Weil das ist ja lustig, das macht man halt so. Das ist heute anders. Aber dadurch führen wir auch unterschiedliche Debatten aus der jeweiligen Perspektive. Und wenn wir uns beispielsweise auch letzte Woche darüber unterhalten haben, wie hat sich denn eigentlich die Wiedervereinigung ausgewirkt auf Menschen? Was hat denn das mit Leuten gemacht? Ich glaube, da war Random Politik Fact irgendwas mit der Treuhand. Und das wirkt sich natürlich auch aus. Das wirkt sich aus, wie vor Ort Politik gemacht wird in den Regionen, wie die Partei strukturiert ist, wie die Leute ticken, was denen wichtig ist, was sie sich vorstellen oder nicht vorstellen können. Da sind einfach super viele Dinge. Und wir haben 83 Millionen Menschen in diesem Land, die alle super unterschiedlich sind, die alle geprägt sind von Tradition, gleichzeitig super moderne Einflüsse. Und so bewegen wir uns ständig zwischen Tradition und Moderne. Und ich glaube, es muss uns vorrangig bewusst sein und dann können wir damit auch gut arbeiten. Ja, Seite 5. Vielen Dank. Danke, Romy. Ich denke, das ist abgeschlossen damit. Einfach zurück zur Kerze. Kerzen haben auch einen unglaublichen Innovationssprung durchgemacht die letzten Jahre.
Edelhack, ich muss dir danken für die Seite, sehr gerne. Und Parsec hat es gerade im Chat auch sehr schön gesagt. Wie schafft man das, dass man die Anpassungsfähigkeit der Bevölkerung erhöht? Weil, naja, die Probleme werden ja nicht weniger, da müssen wir in Zukunft hin. Und da gibt es ein super spannendes Buch, das ist auch schon so ein paar Jahre alt. Und wenn ich das aufschlage, denke ich auch immer so, warte mal, das hatten wir alles vor 20 Jahren schon mal. Der moderne Staat, wo auch schon bestimmte Themen angerissen wurden, die wir uns heute auch alle nochmal angucken können. Wir können auch uns über Zukunftsthemen unterhalten und überlegen, was macht das mit unserer Demokratie, was macht das mit den Leuten. Und für Politik bedeutet das, das muss uns bewusst sein. Und wenn wir für mich, für dich, für euch vielleicht auch, das mitzudenken, im Hinterkopf zu haben für die Dinge, die ihr im normalen Leben ja auch so tut. Ja. Es ist auch immer schön, in die Vergangenheit zu gucken. Ich mag den Twitter-Account Tagesschau vor 20 Jahren. Da ist heute, glaube ich, haben sie gepostet, Friedrich Merz will sich nicht selbst als Kanzlerkandidat ins Spiel bringen. Das war in der Tagesschau vor genau 20 Jahren. Was ich auch wahnsinnig faszinierend bringe. Ganz anderes Thema, aber ich wollte es kurz anmerken mit dem, das hatten wir doch alle schon mal vor 20 Jahren. Das ist ein ständiges Thema und das ist es ist total schön, wie du es zusammengefasst hast. Danke. Nächste Runde. Ja, sehr gern. So, wir haben wieder ein Dilemma. Oh, Kriminalität ist am Absinken, das ist schön. KämpferInnen im Ausland, die Einreise erlauben. Einige unserer religiösen BürgerInnen verließen das Land, um in einem Religionskrieg in Übersee zu kämpfen. Einem Krieg, der in vielerlei Hinsicht unsere Interessen und unsere Sicherheit bedrohte. Der Kampf ist jetzt beendet und die KämpferInnen haben Bedauern über ihre Handlungen und den Wunsch, nach Hause zurückzukehren, zum Ausdruck gebracht. Wir haben zwei Möglichkeiten. Einreise der KämpferInnen ablehnen, wenn unsere BürgerInnen das Land verlassen, um gemeinsam mit unseren Feinden im Ausland zu kämpfen, verlieren sie jeglichen Anspruch auf Staatsbürgerschaft und das Recht, hier zu leben. Unter keinen Umständen dürfen sie zurückgeholt werden. Nicht einmal, um für ihre Taten vor Gericht zu stehen. Es wäre eine Beleidigung für unsere Soldaten und Sicherheitsdienste. Oder Rückkehr erlauben. Es ist schwierig, diesen Grundsatz zu verteidigen, aber wir müssen akzeptieren, dass unsere BürgerInnen eben zu uns gehören, selbst wenn sie Verbrechen im Ausland begehen oder in diesem Fall sogar ihre Waffe gegen uns richten. Wir sollten auf jeden Fall strafrechtlich gegen sie vorgehen, aber wir können ihnen nicht die Staatsbürgerschaft entziehen, nur weil wir ihre Handlungen unpassend finden. Okay, wir führen... Das sind ja mehrere Ebenen, die hier aufgemacht werden. Also das eine ist, wir lassen sie nicht wieder einreisen und das andere ist, wir entziehen ihnen die Staatsbürgerschaft. Das steht beim zweiten da, dass das erste so gemeint ist, aber ich lese das bei dem ersten irgendwie nicht so raus. Nee, überhaupt nicht. Also ich finde, die erste Option beinhaltet an keiner Stelle in irgendeiner Form rechtsstaatliches Handeln. Die zweite schon. Also es gibt natürlich diese Argumentation. Also auch das ist ja wieder kein Dilemma, das sich Cliff da ausgedacht hat. Das Argument ist, wenn sie bekannt sind, können sie ja im Ausland auch vor Gericht gestellt werden, weil sie ja dort Verbrechen begangen haben. Mhm. Inwieweit das im Einzelfall zutrifft, weiß ich nicht. Das Rückkehr-Erlauben-Ding, dafür haben sie halt die Staatsbürgerschaft. Wir sagen sozusagen als Staat, die gehören zu uns, also nehmen wir sie in Anführungszeichen natürlich auch wieder zurück. Was mir halt wieder fehlt, ist Variante 3, Rückkehr erlauben und Ermittlungen starten. Um einfach zu gucken, ob diese Menschen Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, weil du dann nochmal andere rechtliche Möglichkeiten hast, die du möglicherweise nicht hast, wenn du die Einreise der Kämpferinnen grundsätzlich ablehnst. Weil dort halt nicht steht, dass sie in einem anderen Land vor Gericht gestellt werden. Das ist dort so ein Stück weit außen vor. Also ich bin für Rückkehr erlauben, würde allerdings als Fußnote dran setzen,
dass dann Ermittlungen im Inland aufgenommen werden, was deren ja. Beitrag in diesen kriegerischen Auseinandersetzungen war. Ja. Pingu, gute Nacht, schön, dass du da warst. Da wollte ich noch kurz auf den Chat eingehen. Aber bei Rückkehr erlauben steht im vorletzten Satz, wir sollten auf jeden Fall strafrechtlich gegen sie vorgehen, aber wir können ihnen nicht die Staatsbürgerschaft entziehen, nur weil ihre Handlungen unpassend finden. Also steckt das eigentlich schon drin in der Option. Okay, dann habe ich das gerade überlesen. Danke, dass du es nochmal präzisiert hast. Dann bin ich definitiv bei 2. Ja, ich nehme mich auch. So, Liberale finden das gut, Konservative finden das richtig scheiße. Dann ist das so. Deal with it. Okay, keine bevorstehende Situation. Ich würde gerne unsere Probleme einmal durchgehen. Nicht konkurrenzfähige Wirtschaft ist gleich geblieben. Unternehmensflucht ist gleich geblieben. Der Ärztestreik ist ein klein wenig angestiegen. Überfüllte Krankenhäuser hat einen kleinen Knick nach unten. Atemwegserkrankungen, kleinen Knick nach unten. Ghettos sinkt. Das ist sehr schön. Internetkriminalität, ganz langsamer Trend nach unten. Alkoholmissbrauch ist weiter im Sinken begriffen. Das organisierte Verbrechen auch ein ganz langsamer Trend nach unten. Und die Bahnstreik, Eisenbahnstreiks, hat sich nichts verändert, haben wir auch kaum was dran getan. Und wir sind wieder bei 15 Milliarden Defizit. Tja. Naja, erstmal die 15 Milliarden, wir waren schon schlechter. Also wir müssen halt da hilft nichts, wir müssen aus diesem Defizit raus. Also wir müssen irgendwann anfangen, Plus zu machen. Wir könnten mal gucken, ob es irgendwas gibt, was wir noch, wo wir noch was einsparen können. Und möglicherweise nochmal. Könntest du noch mal die Einnahmenseite aufmachen? Ich habe da gerade so einen kurzen Gedankenblitz, weiß aber noch nicht, wie ergiebig der ist. Ja. Wir könnten überlegen, unsere Eigentumssteuer noch mal anzuschauen. Die Gewinnsteuer hatten wir vorhin auch noch relativ niedrig angesetzt. Wenn ich mich recht entsinne. Und wir könnten auch überlegen, die Kfz-Steuer hochzunehmen, weil wir ja eh was für die Umweltverschmutzung machen wollen. Also gegen die Umweltverschmutzung, genau. Ja, wir sind im Moment bei 364. Wir brauchen 6, um sie auf 375 zu heben. Macht nicht so viel aus. Hätte ich jetzt Kfz-Steuer ist nicht so eine große. Was hattest du noch? Die Eigentumssteuer wollte ich mir nochmal angucken. Eigentumssteuer. Ja, da nehmen wir im Moment 1,44. Da können wir für 6 auch mal so 500 Millionen mehr einnehmen. Auch nicht schlecht. Wie viel waren es jetzt mehr? 500 Millionen, ne? 500 Millionen, ja. Ja, das finde ich ganz gut. Wir können ja dann mal gucken, wenn sich das irgendwie allzu negativ auswirkt, können wir mal gucken, ob wir noch an einer anderen Stelle auch wieder reingehen. Ich finde es schön, okay, dass das Wohlstand... Dann nehme ich das mal an. Und ich hätte jetzt gesagt, bevor wir noch eine andere Steuer, hätte ich jetzt bei den Ausgaben geguckt und wäre vielleicht... woanders reingegangen. Ich sehe auch gerade, was spannend ist. Wir haben einen Fonds für Klimawandelanpassung bereits eingeführt. Von Anfang an.
auf dem niedrigsten Niveau. Wir geben dafür 2,54 Milliarden aus. Hochsetzen sollten wir ihn nicht, aber dafür brauchen wir auch mehr politisches Kapital. Aber wir haben ihn schon mal. Und das wäre natürlich... das wäre auch ein schöner Hebel für die Arbeitslosigkeit. Also das beispielsweise zusammen mit dem Wiederaufforstungsprogramm. Ja. Ich hätte jetzt bei Ausgaben tatsächlich gesagt, lass uns ein bisschen was an der einen oder anderen Stelle kürzen. Und ich sehe gerade Zuschüsse für Konfessionsschulen. Ja, wenig Sparpotenzial für sehr viel politisches Kapital. Es ist ein... Ja, das ist Spanien. Spanien ist ein sehr katholisches Land. Das ist, ich dachte gerade, da könnten wir eventuell was machen. Also der klassische Ansatz übrigens ist immer bei den Militärausgaben zu schauen. Ich glaube, wir haben momentan keine kriegerischen Auseinandersetzungen. Das Problem ist, wenn wir hier einsparen, könnte sich das auf die Arbeitslosigkeit negativ auswirken. Also dass diese möglicherweise steigt. Ich gucke mal gerade, wenn wir 1 Milliarde einsparen, sorgt das für ein Wachstum der Arbeitslosigkeit von 1,7%. Und dann könnten wir überlegen, wie wir mit anderen Jobs gegensteuern können. Wir sparen 1 Milliarde ein. Und ich guck mal bei der Aufforstung. 1,7% und wir sparen 1 Milliarde ein. Wo ist die Aufforstung denn? Wo bist du, liebe Aufforstung? Die muss irgendwo hier rumfliegen. Die habe ich doch schon mal angefasst. Heute. Oder habe ich die nicht angefasst? Doch, doch. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch gerade nicht, wo sie ist. Sie müsste hier unten, öffentlicher Dienst, da ist sie. Ja. Guck mal. Das sind Millionenbeträge und wir sparen 1 Milliarde ein. Also, wenn ich da jetzt 4 politisches Kapital eingehe, ist die Arbeitslosigkeit... Okay. Ist für 100 Millionen ist es eine Veränderung von 0,9%. Das heißt, wir können die bis an Anschlag drehen und die Militärausgaben um 1 Milliarde zurückfahren. Was sollen wir erst machen? Erst das Geld sparen beim Militär und das später machen? Oder erst ein bisschen in die Ausgaben gehen und dann gleich Anfang nächster Runde die Militärausgaben kürzen? Gute Nacht, Prodigy. Gute Nacht. Ich würde die Militärausgaben jetzt schon angehen, würde aber, glaube ich, auch schon beispielsweise die Wiederaufforstung hinterher schieben, wenn wir das noch können. Nee, wir ansonsten haben nur 6, wir haben noch 7 politisches Kapital, deswegen frage ich, mit Wiederaufforstung anfangen oder Militär kürzen? Militär kürzen. Alles klar. Ja, erst sparen, ne? So, Moment. Wir könnten sogar noch ein bisschen weiter runtergehen, dass wir 1,1 sparen. Na, dann sind wir bei mehr als 2. Ich gehe mal genau auf 1 Milliarde, ne? Ja. Ja. Okay. Gekürzt und nächste Runde. Okay, keine Änderung. Und wir haben ein Dilemma, ein königlicher Skandal. Ein prominentes Mitglied der Königsfamilie wurde beschuldigt, verdächtig viel Zeit mit einem verurteilten Triebtäter zu verbringen, obwohl die schmutzige Vergangenheit dieses Individuums durchaus bekannt ist. Das kann man im besten Fall als fehlende Menschenkenntnis abtun, im schlechtesten Fall ist es höchst verdächtig. Wie wird Ihre Regierung darauf reagieren? Oh Gott.
Monarchin unterstützen. Niemand erwartet von der heutigen Regierung öffentliche Kritik am Königshaus. Es würde höchstwahrscheinlich zu großen konstitutionellen Schwierigkeiten führen und einen stark unpatriotischen Eindruck vermitteln. Wir sollten eine Erklärung abgeben, dass es sich hier nur um Vorwürfe und schlichtweg um Kontaktschuld handelt. Oder Monarchin kritisieren. Können doch nicht einfach die Hände in den Schoß legen und so etwas unkommentiert lassen. Niemand erwartet, dass ihre Regierung die Abschaffung der Königsfamilie ausruft. Aber eine deutliche formulierte Stellungnahme, dass ein solches Verhalten inakzeptabel ist, wäre angemessen. Was die Royalistinnen und Patriotinnen denken mögen, ist hierbei unerheblich. Ja, wir spielen Spanien. Spanien ist eine konstitutionelle parlamentarische Monarchie. Um kurz die Frage im Chat zu beantworten. Genau, und der Skandal, den hatten wir auch schon mal, der ist auch nicht ausgedacht, das ist dieser Prince Andrew Jeffrey Epstein Skandal. Ja. Und naja, grundsätzlich sind es sind alle Staatsbürger. Und ich wüsste jetzt nicht, warum ich ein Mitglied des Königshauses irgendwie da rausnehmen sollte. Ich glaube, das kann ich auch gerade in der Demokratie und im Rechtsstaat niemandem vermitteln, wieso das bei bestimmten Personen okay ist, was bei allen anderen zu Recht verboten ist. Also insofern, und wenn sie nichts gemacht haben, ist ja auch alles gut. Aber das muss man dann sich halt auch angucken. Und wenn das unser offizielles Statement ist, dann würde ich mich nicht nur aus Königstreue vor das Königshaus stellen. Ja, ich bin da auch total bei dir. Ich würde das Königshaus gerne kritisieren. Die sollten Vorbildfunktionen erfüllen. Mhm. Auf jeden Fall auch, wäre so meine Forderung. So, Patriotinnen find's total doof. Ja, Liberale find's gut, Konservative find's auch nicht toll. So ist das halt. Umfrage, wir können ja mal mit einem halben Auge drauf gucken. Und, Na, wir machen halt eine sehr moderne Politik in einem sehr konservativen Land. Das sieht man ja an unseren Popularitätswerten. Wir machen jetzt nichts irgendwie, was special ist für diese Zielgruppe. Jetzt haben wir auch noch die Eltern gegen uns aufgebracht, weil das Gesundheitssystem überlastet ist. Also, wir sind hier total problemzentriert rangegangen und weniger zielgruppenorientiert. Ja, wir haben ja aber auch gesagt, so ab Mitte unserer Wahlperiode können wir uns mal die Zielgruppenorientierung vornehmen und vielleicht schaffen wir es bis dahin, das ein oder andere Problem zu lösen und dann haben wir Win-Win. Das ist die Hoffnung. Ja, das ist die Hoffnung. Genau, wir sind jetzt damit befasst, die Aufforstung hochzuknallen mit dem eingesparten Geld. Also von 119 auf 319, 200 Millionen rein. Und wir haben eben 1,7 Arbeitslose, die Arbeitslosigkeit um 1,7% erhöht mit unserer Maßnahme. Und jetzt sorgen wir mit 200 Millionen dafür, dass wir die Arbeitslosigkeit um schwer zu rechnen mehr als 2,45% erniedrigen. Das ist doch mal ein Deal, oder? Total. Ich finde es aber auch gleichzeitig spannend, wie dieses Spiel funktioniert, weil das halt davon ausgeht, naja gut, da haben wir jetzt zwar irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Leute ihren Job verloren, aber wir schaffen ja wieder Aufforstungsplätze. Da können ja auch 20.000 Leute arbeiten, weil das quasi für uns gerade so eine Summenrechnung ist. Im echten Leben natürlich kannst du die Leute nicht von A nach B und schon gar nicht in einen anderen Job. Und also wir haben ja auch noch Berufsfreiheit. Du kannst ja nicht einfach sagen, du warst vorher beim Militär, jetzt pflanzt Bäume. Außer es wird jetzt in unserem Beispiel quasi eine Aufgabe, die das Militär übernehmen sollte. Pflanzt Bäume. Auch eine spannende, ja. Also kann man machen. Ja. So, aber schlussendlich ist das natürlich ein Stück weit auch ein Zahlenspiel. Das ist genau wie die Frage, was passiert mit den Jobs, die jetzt wegfallen
durch die Pandemie und die kurze Antwort ist dann häufig, na, wir schaffen ja aber neue Arbeitsplätze in anderen Bereichen. Das stimmt, aber die Person A aus dem Job muss ja erstmal in Job B, der möglicherweise an einem anderen Standort, in einem anderen Feld ist. Also das ist halt ein bisschen, auch hier ist das Spiel ein Stück weit unterkomplex und ich merke es selber manchmal gar nicht mehr. Merke ich. Weil ich nur noch in diesen Zahlen denke, oh ja, es sind 2% runter, dann muss es da wieder 2% hoch unten. Das führt auch ein Stück nicht an das Individuum zu denken. Ja. Ja, wir versuchen das mit den Fakten weiterhin zu unterlassen. Oh Gott. So, wo kriegen wir jetzt Geld her? Wollen wir Dinge kürzen? Ist die Frage. Oder wollen wir noch Einnahmewege generieren? So, genau. Gute Nacht. 0815 Apology. Yo. Mach's gut. Schön, dass du da warst. Und ich werde das im Hinterkopf behalten mit den hydraulischen Anlagen, wenn ich da mal eine Frage habe. Verlass dich drauf. Was war die Frage nochmal? Einfach, wo wir weitermachen, ne? Einsparen oder... Ja, einsparen oder neue Einnahmen generieren. Könntest du mir mal bitte unsere Arbeitslosigkeitsübersicht zeigen? Natürlich, sehr gerne. Merci. Okay, da ist also noch Luft. Und unsere Lohnentwicklung würde ich gern noch wissen wollen. Löhne müssten hier mit in den Gründen drin sein. Ich hab's gehofft. Ne, hier Löhne sind auf der davon betroffenen Seite. Löhne. Das Durchschnittsniveau der Löhne in ihrem Land, hohe Löhne entstehen generell durch Angebot und Nachfrage. Also grob gesagt, das Arbeitskräfteangebot und die Wirtschaftslage. Durch Immigration steigt das Arbeitskräfteangebot, die Löhne sinken und hohe Arbeitslosigkeit drückt die Löhne zusätzlich. Anhand des Arbeitsrechts, einschließlich Mindestlöhne, können die Löhne künstlich gesteigert werden. Nebenwirkungen bleiben allerdings nicht aus. Wir haben gutes Mindestlohnniveau, Mittel. Sagt jetzt nicht, was das heißt genau, aber das hebt die Löhne an. Lohnsteuer, Immigration, illegale Immigration senkt es, BIP und Arbeitsrecht hebt es an. Arbeitslosigkeit, Arbeitsrecht könnten wir vielleicht noch gucken. Pro Gewerkschaft ist ziemlich... Das Arbeitsrecht stellt sozusagen eine Beschränkung des Rechts der Arbeitskräfte auf Streiks dar. Kapitalistinnen behaupten, dass solche Einschränkungen nötig seien, um unentbehrliche Arbeitnehmerinnen wie Angestellte in Kraftwerken, Polizisten und Zugführerinnen davon abzuhalten, das Land zu erpressen. In Augen der GewerkschafterInnen ist das Recht zu streiken ein Grundrecht und somit nicht verhandelbar. Wir könnten 6 Punkte generieren und es ein klein wenig lockern, sodass unsere Produktivität um fast 1% gesteigert wird. Romy, ich höre dich nicht mehr. Hast du irgendetwas, also hast du gerade etwas gedrückt? Ja, ich habe gerade kurz meinen Ton ausgemacht, weil ich bei meiner Nase liegt. Das ist dieses Gewerkschaftsthema ist halt total spannend, weil das auch immer so schon fast wieder was halb ideologisches hat. Man ist dafür oder man ist dagegen. Und Arbeitsrecht, wir schränken jetzt hier auch mit unserer Entscheidung ja keine Arbeitsrechte ein. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwas verbieten würden, sondern wir fahren die Möglichkeiten der Gewerkschaften noch, also nee, wir fahren sie eigentlich noch nicht mal zurück. Was wir halt versuchen mit diesem Pegel ein Stück weit auch die Unternehmer zu sichern, die natürlich irgendwie auch gucken müssen, dass das funktioniert. Weil so ein Unternehmen ist im Idealfall ein Zusammenspiel von Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber. Und Arbeitnehmerinnenvertretung ist super wichtig. Das ist klar, Streikrecht ist super wichtig. Aber die UnternehmerInnen brauchen auch Luft zum Atmen, glaube ich, um Entscheidungen treffen zu können. Insofern. Ja, wir senken damit ein klein wenig die Löhne. Aber wir sorgen auch direkt dafür, dass Ärztestreik, Eisenbahnstreik und Unternehmensflucht direkt betroffen sind. Ja. Und zwar um 6% die Unternehmensflucht. Ich finde, das können wir machen. Und der Produktivität, die 1% sind gar nicht schlecht.
Finde ich auch gut. Aber auch hier ist es fast ein bisschen schade, dass dann automatisch, obwohl wir jetzt gar nicht viel gemacht haben, die Löhne sinken. Also, ja. Aber vielleicht können wir da auch mit Mindestlohn nochmal rangehen. Das, mal gucken. Ja, so, und wir sind auf null und gehen mal direkt in die nächste Runde.